Hallo und herzlich willkommen und reisen durch das Universum zu Orbkin oder auch, wie war der Titel noch gleich, Monkey Business and a Sense of Mayhem. Kommt mir irgendwie bekannt vor und irgendwie nicht. Eventuell, ja, ich habe keine Ahnung. Es passt auf jeden Fall zumindest grob zu der Thematik, die ja in ein paar Tagen stattfindet, aka Halloween. Erinnere ich mich auch noch so ein bisschen daran, dass ich eine Zeit lang die Halloween-Streams gemacht habe. Nein, es wird einen derartigen Stream leider nicht geben, auch weil Halloween dafür denkbar unpassend fällt, weil, naja, das ist halt unter der Woche, da habe ich quasi gar keine Zeit zu streamen. Und apropos gar keine Zeit. Ja, ihr habt schon mitbekommen, dass jetzt hier unter der Woche quasi, naja, gar kein Video erfolgt ist. Das liegt daran, dass viele verschiedene Problematiken zusammengelaufen ist. Zum einen, es gab spät angekündigte Bauarbeiten auf der Bahnstrecke, weswegen ich teilweise bis zu anderthalb, zwei Stunden später zu Hause war. Und das ist Zeitverlust, den ich unter der Woche nicht ausgleichen kann. Und obwohl es dann vereinzelt besser geworden ist unter der Woche, ja, ist zu viel liegen geblieben und da musste Haushalt noch nachgeholt werden. Von daher gab es jetzt bedauerlicherweise die Woche, glaube ich, noch gar kein Video. Von daher wollen wir gar nicht mehr viel reden, sondern wir starten ein bisschen Monkey Business und es kommt mir gleichzeitig bekannt vor und nicht. Also ich bin inzwischen an einem Punkt angekommen, wo ich so viele verschiedene Level Packs und Mods gespielt habe, dass ich nicht immer hundertprozentig sagen kann, habe ich schon etwas gemacht oder nicht. Es ist auf jeden Fall von 2004 und eine unvollendete Beta. Es gibt 8 Level und mal gucken, ob wir uns alle angucken werden. Okay. Es gibt keinen Ton, aber wir sind ausgerüstet mit, I don't know, Magic. Oder so ähnlich. Mana, Blast, Lev. Hearts? Okay, das sind so Sachen, die ich scheinbar benötige, um diese Türen zu öffnen. Das sind, schauen wir die Charts. Okay, ist es ein Jorb? I guess we will never know. Das ist definitiv ein Tankbot. Okay. Der Stil ist auf jeden Fall interesting. Und hier sind tausende Türen. Oder ist das ein Job? War das andere ein Butler-Robot? Ich glaube, das andere müsste ein Butler-Robot gewesen sein. At least I guess. Das ist auf jeden Fall ein Vortiken. Sogar zwei davon. Habe ich Munition? I guess. Mein Problem ist, selbst wenn ich 10 davon habe, darf ich mir nicht wirklich erlauben, großartig zu verfehlen. Von daher gucken wir erstmal. Okay, stimmt, verschlossene Tür. Oh, das ist. Das ist bad. Okay, okay. Ja, das ist. Ja, das ist ein Butler-Robot. Okay, das hilft mir alles wenig bis gar nicht. Ja, hier komme ich nicht durch. Okay, das heißt, ich darf so ein bisschen Monkey-Business-mäßig hier lang. Okay. Wow. Ich wollte gerade sagen, mein Problem sind diese Dinger, die da so sich drehen und leuchten, deadly?
mean, most likely, they are. Okay. Ich habe das Gefühl, das könnte hier äußerst unangenehm werden. Ja, okay, das ist. Okay. Wir hatten Spaß. Spaß, irgendwas. Ja, okay. Spielen wir vielleicht. Okay, ich muss dieses Level schaffen. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht noch ein anderes Level spielen. Okay. Wir werden sehen, ob ich irgendwo mit diesen diesen Mod irgendwo hinkomme. Und jetzt gerade in dem Moment, wo ich angefangen habe zu spielen, habe ich leider das Problem, dass irgendwie ein Mückenstich Probleme macht. Wie zur Hölle? Wie kommt man auf die Idee ins allererste Level? Okay, gut, das ist 2014. Aber wie kommt man auf die Idee ins allererste Level gleich eine Stelle einzubauen, wo zwei von diesen Dudes da sind? Ich meine, habe ich kein Mana? Ist das Mana? Okay, irgendwas davon war Mana. Ich meine, das Design, also für 2004, muss ich sagen, das Design von den Gegnern und von der Overworld, das war schon ziemlich, ziemlich gut. Nur leider. Okay, I mean, now I'm here. Is that better? Or is that worse? Vor allem, sind diese Dinger da deadly? Ich meine, most likely they are. Fürs allererste Level, okay. Ich meine, Punkte würden sich most likely wahrscheinlich nicht bewegen. Ich kann hier einfach ewig ausharren. In der Hoffnung, dass der irgendwo mal genau so hochspringt. That's the way to go. That's the way to go. Dauert nur furchtbar ewig. Aber gut, ich meine, wir haben Freitag, okay, da habe ich gerade null reagiert. Weil ich in dem Moment geplinzelt habe. Ich meine, ernsthaft. Are you effing me? Ich hoffe, die brauchen wenigstens nur, I guess, 4 Schuss. Okay, das ist unangenehm. Okay, ich meine, einer ist schon mal dead. Okay. Das ist nicht gut. Ich darf mir jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Okay. Das ist unangenehm. Das ist sehr, sehr unangenehm. Run! Ich habe gedacht, dass das Punkte wären. Oh, ich habe gedacht, dass das Punkte wären. Oh boy. Ich meine, das Gute ist, wir können Munition farmen. Don't know if das if it be good. Okay, ich meine, das Tolle ist, dass wir so zumindest eine
bessere munitionstechnische Ausgangsposition. Okay, das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Okay. Scheinbar bin ich eben einfach zu langsam gewesen. Ich gehe mal davon aus, mit 20 sollte ich besser zurande kommen. Ich meine, wer denkt sich für das allererste Level sowas aus? Ich meine, der da drüben ist ja noch so ein Dude. Bei, gut, sagen wir so, der sollte da oben irgendwann mal sterben, I guess. Ich meine, hier machen wir diesen spaßigen Teil von eben. Nur mit mehr Munition. Ich finde es auch immer ärgerlich, wenn die nicht wirklich hoch springen, also aber die ganze Zeit so andeuten. Ja, die Woche war anstrengend, ja. Mein einer Arbeitskollege ist bedauerlicherweise immer noch krank seit nun 4 vollen Wochen. Und selbst zu zweit war das immer ein bisschen schwierig. Danke dafür, Lali. Yay. So, jetzt muss ich nur warten, bis der Dude jetzt. Genau. Okay, er ist motiviert, finde ich gut. Sehr motiviert. Okay, die Motivation könnte noch ein bisschen besser sein. Okay. Ich schätze mal, es ist besser, den auszuschalten. Was ist das? Will ich es wissen? Vermutlich will ich es nicht wissen. Okay, ich habe eine rote Keycard. Jetzt hat die Spaßfrage. Welcher Weg davon ist denn der richtige Weg? Okay, das ist. Also Munition scheint es. What the heck? Wie hoch bin ich denn gerade gesprungen? Okay. Ja. Was zu. Aber das Design. Ich meine, guckt euch mal das Design an. Wie. Also für ein Vortiken-Spiel. Wie clean das einfach aussieht. Aber, ach so, da ist noch so eine Keycard. Hätte ich dann jetzt einen anderen Weg nehmen sollen? Keine Ahnung, was ist dieses Ding da? Ist es deadly? Sind die deadly? Warum sind davon irgendwie 2000 gefühlt? Also man muss einfach so mal stehen lassen, dass vielleicht dezent übertrieben worden ist mit den Gegnern hier. Also sagen wir mal so, Gegnerplatzierung ist nicht unbedingt eine Stärke. Ja, die kommen da nicht durch. Ach du Gott. Ich gehe mal davon aus, das sind Minen. Oder dergleichen, I don't know. Maybe das sind Minen, maybe das sind keine Minen. Warum war ich jetzt da, nur um die rote Keycard einzusammeln? Ich meine, hätte ich nicht einfach direkt hier
dann da lang gehen können? Wäre das nicht eine Option gewesen? Ich meine, mir stellt sich halt die Frage, hätte ich mir diesen anderen Teil nicht komplett einfach ersparen können, wenn ich, well, I don't know, von Anfang an hierher gekommen wäre? Ich glaube, ich hätte mir das einfach ersparen können. Ich meine, ich finde das von dem Design her finde ich das hier alles ziemlich cool. Also gut, ich meine, bei der Beta war vermutlich der Sound noch nicht so relevant, ne? Und man hat sich dann effektiv halt gegen Sound entschieden. Okay, Fragezeichen. Ach, das ist das Exit. Yay! Okay, was? Okay, dann. Ich habe noch nicht ein einziges Mal gespeichert. Ich meine, ich bin bisher eigentlich immer nur gestorben. Okay, das erste Level war überraschend schwierig. This is a gateway. Just a few steps to the exit. But do you really want to pass up all those extra lives? I don't know. Maybe I want that. Vermutlich sind die Extra-Leben eh nur ein Trick. So. Uns fehlt noch Gelb. Farbenblind. Ich muss mich mal ganz kurz näher ranbegeben. Ich habe grün, blau und rot. Ich sehe gar nicht gelb. Ich sehe gar kein gelb. Meine, was bringt es mir, Rot da zu nehmen? Gibt es überhaupt Gelb? Okay, ja, das war unbedacht. Das war unbedacht. Ich hätte doch erst hier runtergehen sollen. Okay. Dann laden wir doch mal. Title. Loser. Okay. Restore one. Okay. Also das hier finde ich tatsächlich wieder interesting. Das kann sich sehen lassen. Hier kann man auch direkt Spaß haben. So. Dann, das ist, denke ich, richtig. Dann haben wir blau und ein Leben, die rote Tür, die öffnen wir, um einen grünen uns zu holen. Und
Mit den Grünen holen wir uns die beiden. Öffnen das. Okay, ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also das ist von dem Prinzip her ganz gut. Ja, also das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Auch weil wir jetzt wieder etwas mehr Leben haben. Das ist tatsächlich gar nicht verkehrt. Okay, wir speichern erneut. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Ah ja, Tod und Verderben. Tod und Verderben. Zum Glück funktioniert der Ton nicht. Okay. Ja, das dachte ich mir schon, dass es einen umbringt. Aber wir mussten das einfach mal testen. Also, man weiß nicht, ob wir es wirklich mussten. Oh Gott, wie soll das denn gehen? Okay, scheinbar mit gutem Timing. Okay. Das ist natürlich jetzt von dem Platforming her interessant. Kann ich darauf laufen? Ich habe irgendwie gedacht, das wäre, hoppla, nicht möglich. Wir tun mal so, als ob the floor Lava ist. Einfach, because why not though? Okay. I mean, most likely ist der Floor auch Lava. Okay. Ich muss sagen, das macht zumindest etwas Spaß. Diese Kanonen sind natürlich nicht, natürlich Arsch. Zugeben. Ach, ich hätte mich treffen lassen müssen. Ja, okay, das konnte ich nicht wissen. Tut mir leid. Wow. Ich weiß nicht mal mehr gerade, wer ich gerade. Okay, ich muss zugeben. Das ist tatsächlich ganz cool. Das ist not bad. Das ist wirklich not bad. Ich habe nicht die richtige. Okay. Aber wo ist die? Da sind Türen. Das habe ich gar nicht gesehen. OMG. Okay, da sind Türen. Waren die eben da schon? Wahrscheinlich waren sie eben da schon und ich habe sie einfach nicht gesehen. Ja, jetzt stellt sich mir. Also, okay, doch, man kann da den Outliner sehen. Das eine ist quasi oben, das andere ist unten. Okay, wir haben jetzt den grünen Key. Holy Mother of God. Okidoki. Muss zugeben, dass Level hat es da in sich. Okay, jetzt habe ich das aus Versehen hingekriegt. Das ist scheinbar der Klassiker. Dinge aus Versehen hinbekommen.
Das war auch ein nice Dodge. Okay, ich bin mal gespannt, wie sich das so spielt. Okay. Da ist noch ein Key, den brauche ich. Ich merke aber gerade, ich werde langsam müde. Okay, ich komme da nicht so vorbei. Wollte gerade sagen, mir gefällt die Pattern nicht, die hier passiert. Ah, ich verstehe. Wow, ich wäre fast da in den Tod gesprungen. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Kann ich tatsächlich. Okay, ich kann so da hoch. Das ist. Okay, das wäre jetzt äußerst peinlich, wenn ich da nicht rüberkomme. Wunderschön. Nehmen wir sogar noch ein paar Punkte mit, die ich vorher nicht eingesammelt habe. Das ist natürlich genauso geplant gewesen. Genauso. Genauso und nicht anders. Okidoki. Ich muss zugeben, dass ich quasi keine Ahnung habe, warum das erste Level einfach bedeutend schwieriger ist als quasi gefühlt der Rest. Verzeihung. Also hier sind echt einige coole Ideen dabei. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns hier, was das betrifft, auf jeden Fall zu einem zweiten Part nochmal wieder. Ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool. Ich wünsche euch an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende. Grüßt mir die Sonne und macht's gut.